Gut, Halleluja. Wir brauchen den Herrn. Halleluja. Weißt du, dass du heute einen Schritt näher bist an deiner Befreiung? Halleluja. Halleluja. Danke. Einer, der es glaubt. Ich weiß nicht, aber jedes Meeting, das wir haben mit dem Herrn, ich denke mir immer ein Stück näher. Ich freue mich in jedem Gottesdienst, in dem ich bin. Ich freue mich auf jede Zeit mit dem Herrn, die ich habe, weil ich weiß, jede Zeit mit dem Herrn bringt mich ein Stückchen näher in seine Gegenwart. Bringt mich ein Stückchen näher an das Ziel heran, was er mit mir vorhat. Und Gott hat Großes mit uns vor. Er hat wirklich Großes mit dir vor. Halleluja. Und deswegen musst du frei sein, um das zu tun, was der Herr dir aufgetragen hat. Wir gehen von Freiheit zu Freiheit. In 2. Mose 34, 10 lesen wir: Er sprach, und ich schließe einen Bund, vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie bisher nicht vollbracht worden sind, auf der ganzen Erde und unter allen Nationen. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du lebst, soll das Tun des Herrn sehen. Denn furchterregend ist, was ich an dir tun werde. Gott hat gesagt, ich will Wunder durch dich tun. Jeder soll mitbekommen, was ich durch dich tun werde. Und der Herr, lesen wir, bereitet seine Braut. Und es wird keine schwache Braut sein. Die wird sehr angriffslustig sein. Gegenüber dem Feind. Halleluja. Und wir sind auf dem Weg, eine Braut zu werden. Jeder Tag näher. Jeder Tag mehr. Ich lebe das. Ich weiß nicht, weißt du, wir sind heute so nah dran an der Wiederkunft des Herrn wie noch nie zuvor. Und wir müssen so verwandelt werden. Das ist doch so viel Arbeit. Und der Herr ist nicht frustriert darüber. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dich so in den Spiegel anguckst. Das ist doch sehr viel Arbeit, ne? Okay, ich weiß jetzt nicht, von welchem Spiegel du redest. Ich habe jetzt von dem Spiegel gesprochen. Na, aber da ist noch so viel, was er tun will. Und er will es tun. Er will es tun. Und er hat gesagt damals, beachte genau, was ich dir heute gebiete. Siehe, ich will vor dir die Amoriter, Kanaaniter, Hethiter, Perisiter, Hevititer, Jebusiter vertreiben. Gott sagt, beachte genau, was ich dir heute gebiete. Okay, was gebietest du mir? Ich will vor dir vertreiben. Gott gebietet dir jetzt. Ich will vor dir vertreiben. Amen. Hey, wie jetzt? Ja, genau so. Hüte dich, mit den Bewohnern des Landes, in das du kommst, einen Bund zu schließen. Wir haben heute sehr viel darüber gehört, wie wir dem Teufel die Tür aufmachen können, wie wir einen Bund mit ihm schließen. Was gebietet uns Gott? Gott sagt, ich will vor dir deine Feinde vertreiben. Aber was ich dir gebiete ist, schließ keinen Bund mit ihnen. Gott möchte deine Feinde vertreiben, aber er kann es nicht mit deinen Freunden. Aber deine Feinde wird er vertreiben. Wir haben nachher das Gebetangebot, dass du kommen kannst und bekennen kannst. Und so wirst du deine Feinde loswerden. Indem du sagst, ich bekenne nicht mehr, dass das meine Freunde sind, diese Geister, sondern ich bekenne, das sind meine Feinde. Ich will nicht aus Zeitgründen auf alles eingehen. Vielleicht denkst du, okay, wie macht ihr das heute? Ne? Weil hier steht ja, ne, wir sollen sie alle abschlachten und so weiter. Gut, wie macht ihr das bei euch in der Gemeinde? ja, wir schlachten heute immer noch ab, aber das sind falsche Geister heute. Ne, und wir gehen nicht gegen irgendwelche Völker im herkömmlichen Sinne, sondern hier sind Geister mit gemeint. Und es ist sehr interessant, wenn man sich das so anguckt, zum Beispiel einfach nur mal eins, was bedeutet Amoriter? Hebräisch Emori ist das Wurzelwort Amar und hat mit Sprechen zu tun, alles, was aus dem Mund hervorkommt. Und wenn ich überlege, wie viele Gemeinden aufgebaut sind, es geht so viel Lästerei, so viel hinter dem Rücken reden. Das ist ein Feind, der da ist in der Gemeinde. Und der Herr will diesen Feind, vielleicht schreibst du jetzt mit, ich habe noch nichts gefunden, für was ich heute Abend bekennen kann. Lästerei.
Der Feind gebraucht die Worte, die aus meinem Mund herauskommen. Aber Gott gebraucht die Worte, die aus meinem Mund herauskommen. Halleluja. Gott will meine Worte gebrauchen. Aber der Feind schaut, wo er Worte von mir gebrauchen kann. Hartwig hat am Anfang gesagt, wir sollten Jesaja gut kennen, diese Stelle. Keine Waffe, die gegen euch geschmiedet ist, wird es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen euch aufspricht, werden wir schuldig sprechen. Diesen Vers benutze ich oft, wenn sogenannte Geschwister anfangen, für dich komische Gebete zu sprechen. Du merkst Angriffe. Und weißt du, der Herr hat etwas vor mit uns. Er will uns in Freiheit bringen. Er will dich in mehr Freiheit bringen, als dass du denkst. Kennst du das? Du hast mal gedacht, du bist frei. So, wir waren in einer Gemeinde gewesen, wo wir echt gedacht haben, wir sind richtig frei. Wir sind richtig frei. So, und dann haben wir unser Hochzeitsvideo angeguckt. Vor einigen Jahren. Und damals haben wir gedacht, wir sind richtig frei. Und da haben wir Lobpreis gehabt, da wurde das aufgenommen, die ganze Hochzeit. So, und dann standen meine Frau und ich auf der Bühne, da war die Kanzel gewesen, da war dann, saßen wir da zwei und dann sind wir aufgestanden zum Lobpreis. Und ich habe uns so angesehen, ich habe gesagt, Jumena, wir haben gedacht, wir sind frei. Das Einzige, wo Pep reinkam, ist, wenn du vorgespult hast. Weil wir standen nämlich so da und haben Lobpreis gemacht. Und wir haben echt gedacht, wir sind richtig frei. Weil wir kannten die Leute, die nur auf den Stühlen gesessen haben während dem Lobpreis. Und wir standen. So, und wenn du vorgespult hast, da hast du schon gedacht, ne? Da. So, ne? Und wir waren überzeugt, wir sind frei. Wir sind richtig frei. So, und dann kam jemand aus einer anderen Gemeinde und wir hatten eine Lobpreiszeit und die fingen an, sich hinzuknien, ihre Hände hochzuheben und zu weinen. Und ich stand da so und habe gedacht, die sind frei. Weißt du, wir gehen von Freiheit zu Freiheit. Der Herr ist an uns dran. Der Herr wird unsere Gottesdienste, die wir haben, gravierend verändern. Er wird sie gravierend verändern. Warum? Weil mehr Freiheit kommen wird. Also ich liebe die Gottesdienste mir anzuschauen von Jesus. Du kannst im Wort alle nachlesen und schauen, die Gottesdienste, die waren herrlich. Menschen sind geheilt worden in seiner Gegenwart. Gottesdienste von Petrus. Petrus ist gelaufen unter Schatten und da war Heilung. Manche Leute denken, ja, das sind so ganz außergewöhnliche Dinge. Das sind die Dinge, die der Herr mit uns vorhat. Weil wir laufen auf eine Zeit rum und die ist schon so da, dass so viele Leute gebunden sind. So viele Christen sind gebunden. Sie sind nicht frei. Und das merkst du. Sie sind nicht frei. Aber Gott will eine Atmosphäre schaffen in den Gottesdiensten, die frei ist. Wo Menschen kommen und frei werden. Wenn ich unsere Gottesdienste so angucke, dann freue ich mich, wenn wir so gucken, neue Freiheit kommt. Und ich bin immer so auf der Suche, wo will Gott mehr Freiheit bei uns schenken? Wo will Gott mehr Freiheit in meinem Leben schenken? Wo will Gott mehr Freiheit in deinem Leben schenken? Weil wenn die Freiheit unter uns zunimmt, Menschen kommen rein und werden frei. Wenn du frei bist, werden in deiner Gegenwart Menschen frei. Weil du wirst von dieser Freiheit erzählen. Amen. Wir hatten vor kurzem, vor ein paar Wochen, ich fand das so super, ein Ehepaar kam rein mit einem kirchlichen Hintergrund. Und die besuchten bei uns den Basiskurs und wir machten diese Grundlagen fest. Taufe, Geistestaufe und sagten, das ist völlig normal. Das ist das, was Gott vorhat. Das ist das, wie Gemeinde aussieht. So. Und dieses Ehepaar, diese Frau war so empört. Weil wie kann der jetzt darüber sprechen? Jeder muss die Geistestaufe haben. Und warum spricht jeder bei denen in der Gemeinde in Sprachen? Das kann doch nicht sein. Und wenn ich hier mitmachen will, dann muss ich in Sprachen sprechen. Und ich habe dann gesagt, am Ende, pass auf, wenn du nicht in Sprachen sprichst, das ist überhaupt nicht schlimm. Du darfst gerne wiederkommen und wir werden für dich beten. Weißt du, was diese Frau verstanden hat? Sie hat verstanden, dass ich gesagt hätte, und wenn du nicht in Sprachen sprichst, komm ja nicht mehr wieder. Ich sag dir, da sind manchmal echt krasse Geister unterwegs. Aber Gott ist stärker. Diese Frau ist nach Hause gegangen. Am Sonntag haben wir uns getroffen. Die kam nicht in die Gemeinde. Aber wir haben schon einen Termin gehabt am Sonntag.
kamen sie zu uns nach Hause. Und die haben so gesagt, ja, wir gucken mal, wie lange wir bei denen zu Hause bleiben, weil die haben eine Tochter und egal wo die sind, die fängt sofort an zu heulen, geht nicht von der Mama Schoß runter und nach einer Stunde höchstens müssen die gehen. Geht nicht mehr. Und die kam bei uns rein und das Kind, das war ganz lieb, ist von Mama Schoß runtergegangen. Wir haben die gar nicht mehr rausgekriegt. Und dann sagte sie so, ich weiß nicht, was das ist, aber unsere Tochter fühlt sich hier wohl. Und dann kam so langsam der Herr mehr und mehr und dann sagten sie, weißt du, dann bekannten sie mir das alles, was sie gehört haben. Dann habe ich gesagt, ah, so habe ich das gar nicht gesagt. Dann sagte die Frau, weißt du, ich bin vom Freitag von dem Grundkurs nach Hause gefahren. Halleluja, der Feind hat die Worte, die ich gesprochen habe, verdreht. Aber Gott triumphiert über dem Feind. Sie ist nach Hause gefahren, hat ihr kleines Kind ins Bett gelegt und wollte für das Kind beten. Und dann sagte sie, und weißt du, ich weiß nicht, was das ist, ne? Aber dann habe ich so Kauderwelsch gesprochen. Was ist das denn? Und dann habe ich gesagt, du hast gesagt, du kommst nicht mehr, weil du nicht in Sprachen sprichst, ne? Ja. Wie Kauderwelsch? Wie hört sich das denn an? Na ja, so komisch, so an eine andere Sprache. Da habe ich gesagt, hey. Da habe ich gesagt, du bist im Heiligen Geist getauft. Ach so. Und ich habe mir so gedacht, ist das nicht fantastisch? Unser Gott wirkt, egal wie laut der Feind brüllt, wie Hartwig das schon gesagt hat, Jesus ist der Löwe von Juda. Er ist der wahre Löwe von Juda. Er verändert. Und wenn Gott unter uns Wunder wirkt, Leute können kommen, die werden frei werden. Manche davon wollen wir gar nicht frei werden, die werden geheilt. Amen. Wir hatten einen Heilungsgottesdienst, da kam eine Person, total skeptisch, hat sich das angehört, wollte nicht für sich, konnte nicht für sich beten lassen, die sind früher gegangen. Zu Hause am Abendbrottisch wurde die geheilt. Da schrieb sie uns an und hat gefragt, ob ich nochmal kommen kann, weil das ist ja gewaltig. Ihr habt noch nicht mal für mich gebetet, ich habe nur die Worte über die Heilung gehört und ich wurde geheilt. Gott hat Mächtiges mit euch vor. Er hat wunderbare Dinge vor. Er möchte, dass wir eine Freiheit in unseren Versammlungen haben, die wir bisher noch nie gehabt haben. Wo Jesus gepredigt hat, da hatten Leute die Freiheit, das Dach abzuheben. Halleluja! Und die Leute wurden geheilt. Jesus hat wunderbare Dinge mit uns vor. Aber ich wollte eigentlich wollte ich über was anderes predigen. Aber ich habe drei Dinge gehabt, über die ich predigen wollte. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich weiß immer noch nicht, was ich machen will. Aber ich will so ein bisschen da reingehen, weißt du, wir müssen frei werden. Wir müssen frei werden. Es gibt dieses wunderbare Wort, der Lobpreis Gottes sei in eurer Kehle und ein zweischneidiges Schwert in eurer Hand, um Rache zu vollziehen an Völkerschaften, an dies, an das. Ich denke mir oftmals, weißt du, das sind wunderbare Dinge, wo Gott will, dass wir als Gemeinde hineinkommen. Aber weißt du, wenn ich jetzt sagen würde, pass auf, lass uns stehen und lass uns Rache üben an den Völkerschaften. Seid ihr bereit? 1, 2, 3. Genau, so sieht's aus. So, versteht ihr, was ich meine? Wir wissen gar nicht, was das bedeutet. Wir wissen gar nicht, was unser Auftrag eigentlich ist, wohin wir kommen sollen. Aber wie fangen wir an? Wir fangen an, die Feinde in unserem Leben zu vertreiben. Und wir werden hinkommen, in eine Gebetsbewegung Gebete zu sprechen, von denen wir heute keine Ahnung haben. Aber es fängt an mit diesen Dingen. Weißt du, so viele Dinge, du guckst sie an oder du fragst und du, keine Ahnung. Weiß ich nicht, wie das funktioniert. Weiß ich nicht wieder. Aber das ist der Plan Gottes. Wann wollen wir denn dort hineinkommen? Bevor Jesus wiederkommt, sollten wir doch ein paar Dinge mehr auf dem Schirm haben. Gott hat Großes vor. Er hat gesagt, er baut seine Gemeinde. Und das, was wir bisher gesehen haben, ist noch nicht alles. Gott hat gesagt, der zweite Tempel wird größer sein als der erste. Mehr Herrlichkeit, mehr Gegenwart. Gott hat Großes vor. Gott hat Großes vor. Halleluja. Ich bete für unseren Parkplatz auf der Gemeinde und für den Bürgersteig. Weil ich weiß, jeder, der darüber läuft, Gott kann ihn verändern. Ich habe es erlebt, wir waren in einer Gemeinde, da war der Zug ein bisschen weiter. Und wir haben gebetet. Leute sind an dem nächsten Bahnsteig ausgestiegen und in die Gemeinde gekommen und haben gesagt, ich weiß nicht, warum ich hier bin. Irgendwas zieht mich. Was ist denn hier? Eine Gemeinde. Gott
möchte befreien, er möchte Freiheit schenken. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du die meisten Christen anguckst, wie gebunden sehen die eigentlich aus? Und viele glauben gar nicht mehr, dass Jesus befreien will. Sie sagen Amen, aber dann, jetzt geht es an deine Befreiung. Weißt du, ich kämpfe schon so viele Jahre damit. Und weißt du, ähnlich ging es im Alten Testament dem Volk. Gott hat ihnen verheißen, er hat gesagt, pass auf, ich gebiete euch, ich will vor euch vertreiben. Ich werde das tun, ich werde diese ganzen Völker vor euch vertreiben. Ich werde das tun. Und jetzt kommt der Punkt. Sie haben das Land nicht eingenommen. Das Land war ihnen gegeben. Du denkst, was hat das mit uns zu tun? Wir haben den Sieg. Wir verkünden den Sieg. Aber wo ist die Kraft dieses Sieges? Wenn wir anfangen zu glauben, Jesus, dein Sieg ist real, das ist eine Wahrheit, das ist nicht eine kleine Ermutigung, dass wir ein bisschen ermutigt sind und weiter in unserer Wüstenzeit vorankommen. Manche Leute sagen, weißt du, ich bin schon immer in der Wüste. Ich sage, Halleluja. In der Wüstenzeit waren so viele Zeichen und Wunder. Erzähl mir von deinen Zeichen und Wundern. Mose hatte die beste Zeit seines Lebens in der Wüste. Ich weiß nicht, aus welcher Perspektive du so die Wüstenzeit anguckst. Ich gucke mir Mose an. Und er war immer in der Herrlichkeit. Ab und zu musste er runterkommen. Aber ich kann verstehen, als er das gesehen hat, dass er gesagt hat, ich gehe wieder hoch. Und weißt du, diese Herrlichkeit, Mose brachte diese Herrlichkeit irgendwann runter. Und was denkst du, war das Volk begeistert? Hat gesagt, ja, zieh den Vorhang ab, volle Dröhnung, wir wollen die Herrlichkeit. Nein. Lass du den Vorhang drauf, geh du zu Gott, wir wollen das alles nicht. Gott möchte kommen. Gott möchte kommen. Er möchte Gemeinde bauen. Er möchte das tun. Er möchte das so viel mehr tun, als wir das denken. Wie wir das schon gehört haben, Gott möchte wirklich unsere Befreiung. Das ist kein netter Slogan, Jesus macht frei. Jesus ist der Befreier. Er befreit wirklich. Ich freue mich einfach. Vor kurzem, jemand bekam die Geistestaufe in unserer Gemeinde. Und dann ein paar Tage später kam er und sagte, ich habe ein Problem. Ich habe mir immer Karten gelegt. Also der kam frisch, der war nicht jahrelang in unserer Gemeinde. Nicht, dass du ein falsches Bild kriegst, ja? Der kommt seit ein paar Wochen. Hat die Geistestaufe bekommen, jetzt sagt er, das klappt nicht mehr. Und ich habe gesagt, Halleluja. Ah, du meinst, es war nicht richtig? Nein. Aber weißt du, ich finde es so klasse, da kommen Leute, die sind offen. Und die erleben Befreiung und die erleben Dinge und die wissen sofort, das ist der Heilige Geist und dir passiert irgendwas. Und da gibt es Christen, die sind 20 Jahre mit dem Herrn und erleben nicht ihre Befreiung. Und dann kommen manchmal Frischbekehrte und leben das. Ich denke dann immer, weißt du, wir müssen aufpassen, dass wir nicht religiös sind. Weißt du warum? Die Huren und Zöllner werden kommen und sie werden uns vorangehen. Ich habe das erlebt, dass Leute kommen aus der Gosse in die Gemeinde und die werden dann frei von Dingen. Und dann sind die, die jahrelang als Christen in der Gemeinde sitzen, sehr beschämt. Und dann kommen diese Frischbekehrten und sagen, du kannst auch frei werden. Da kommt was hoch. Muss auch manchmal rauslassen. Aber weißt du, das ist das, was Gott eigentlich vorhat. Gott will uns befreien. Und vielleicht denkst du, ich habe noch nichts gefunden, wo ich frei sein kann. Wie sehen deine Videos im Lobpreis aus, wenn die aufgenommen werden im Himmel? Wie siehst du so aus, wenn der himmlische Rekorder da oben läuft? Ach komm, wir gucken mal. Jetzt, wieso ist das Lobpreis-Meeting so in Sequenzen? Komm, wir gucken das mal an als Abendprogramm im Himmel. So, wie wäre das so? Müssten die Engel auch sagen, ah, wir müssen vielleicht ein bisschen vorspulen? Oder vielleicht, das schneiden wir raus. Wie frei sind wir? Ah.
Halleluja, ich weiß, dass du angepikst bist, aber der Herr will uns freisetzen. Er ist interessiert an unserer Freisetzung. Wie ist es mit dem Wort, wenn du das hörst? Sagst du Amen, weil du sagst, ja, das stimmt? Oder sagst du Amen, weil es dein Herz trifft und du weißt genau, das ist eine Wahrheit? Wir werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns freimachen. Nicht, wir werden der Wahrheit zustimmen und die Wahrheit wird uns freimachen. Oh, das war jetzt interessant, ne? Vorher noch Amen und jetzt Ihr könnt ruhig Amen sagen, das ist okay. Der Herr möchte uns wirklich freimachen, wirklich, wirklich, wirklich. Guck mal, Gott sagte seinem Volk damals ganz klar, dass er die Feinde in die Hand seiner Kinder gegeben hat. Das war die Realität Gottes, das war die Wahrheit. So, dann schauen wir uns mal an, wie sah die Realität der Kinder aus. Nehemiah 9,35. Sie aber, trotz ihres Königsreichs, man könnte sagen, obwohl ihnen ihr eigenes Königreich verliehen worden war, und trotz der Fülle deiner Güter, die du ihnen gegeben, und trotz des weiten und fetten Landes, das du vor sie gelegt hast, sie haben dir nicht gedient und sind nicht umgekehrt von ihren bösen Taten. Siehe, sie sind heute Knechte, und das Land, das du unseren Vätern gegeben hast, seine Früchte und seine Güter genießen, siehe, wir sind Knechte in ihm. Gott hatte seinem Volk das Land gegeben. Und wie sah es Jahre über Jahre später aus? Sie waren Knechte in ihrem eigenen Land. Das war niemals der Plan Gottes. Der Plan Gottes für seine Kinder ist immer Freiheit. Immer. Sag mal zu deinen Nachbarn, der Plan Gottes für mein Leben ist Freiheit. So, was ist da schiefgelaufen? Josua 13,13, aber die Söhne Israels vertrieben die Geruschiter und die Machiter nicht. Und so blieben Geshur und Macha mitten in Israel wohnen bis zum heutigen Tag. Sie vertrieben nicht. Sie kämpften bis zu einem gewissen Punkt und dann, ah ja, okay. Weißt du, wir werden immer kämpfen. Der Feind wird nicht irgendwie sagen, also pass auf, weißt du, mit dem und immer wieder und okay, jetzt lasse ich es einfach ganz sein. Er wird immer wieder anklopfen. Aber weißt du, den meisten Christen macht es keinen Spaß zu kämpfen. Aber wenn wir wissen, dass wir den Sieg schon haben, pass mal auf, macht es dir Spaß zu gewinnen? Ich spiele gerne mit meinen Kindern. Und mir macht es Spaß zu gewinnen. Aber meinen Kindern macht es auch Spaß zu gewinnen. Und weißt du, was mir keinen Spaß macht? Zu verlieren. Aber weißt du, wir als Kinder Gottes, wir sind auf der Siegerseite. Wir werden gewinnen. Egal, was du für ein Problem hast, du hast den Sieg darüber. Du wirst gewinnen. Das ist die Wahrheit. Wirklich. Wirklich. Der Sieg ist dir sicher. Das ist wirklich, das ist die Wahrheit. Wenn wir Wahrheiten erkennen im Wort, Jesus, du willst mich wirklich freimachen. Wenn du diese Wahrheit erkennst, diese Wahrheit wird dich freimachen. Josua 15, 63, aber die Jebusiter, die Bewohner von Jerusalem, die Söhne von Juda, konnten sie nicht vertreiben. Ah, guck mal, sie konnten die nicht vertreiben. Wollten, aber konnten doch nicht, siehst du? Josua 16, Vers 10, aber sie trieben die Kaniter nicht aus, die in Gesa wohnten. Und die Kaniter blieben inmitten von Ephraim wohnen bis zum heutigen Tag und sie wurden zu frohen, pflichtigen Knechten. Guck mal, die haben es doch versucht. Aber die haben es nicht geschafft. Und wenn wir so ein bisschen weiterlesen in Josua, lesen wir etwas Interessantes. Da lesen wir nämlich folgendes, Josua 17, 18. Sondern ein Gebirge soll dir zuteil werden. Es ist ja ein Wald, den du kannst roden. Und auch seine Ausläufer sollen dir gehören. Denn du wirst die Kaaniter vertreiben, auch wenn sie eiserne Wagen haben, auch wenn sie stark sind. Gott wusste, die haben eiserne Wagen und die sind stark. Aber trotzdem, das Land gehört dir. Ich habe dir das gegeben.
Und weißt du, das Volk sah aber die eisernen Wagen und sagt, die sind stark, das schaffen wir nicht. Geht es dir auch so in deinem Leben? Dass du sagst, wir haben schon Siege und wir gehen schon mit dem Herrn voran und wir erleben schon Gewaltiges, aber dann kommt ein Punkt, wo du sagst, das ist zu krass. Das sind die eisernen Wagen. Jedes Mal falle ich wieder neu rein. Ich kann das ein paar Monate, ein paar Wochen oder wie, und dann falle ich wieder rein. Diese eisernen Wagen, die sind einfach zu stark. Kennst du das? Gott möchte dir das ganze Land geben. Gott wusste, dass da eiserne Wagen sind. Und er sagt sogar, sie sind stark. Er hat nicht gesagt, er hat keine Illusion gemacht, pass auf, das geht ganz easy. Ihr kennt doch die Geschichten. Denkt an Josua, Fackel und Krug. Das wird ganz easy. Denkt an Mose. Ich brauche einfach nur einen, der die ganze Zeit die Arme hochhält. Alles easy. Denkt an Jericho. Einfach nur ein paar Mal rumlaufen und dann schreien. Alles gut. Nein. Er sagte, ihr müsst das Land einnehmen. Ich habe es euch gegeben. Aber die sind stark. Ja, und die haben auch eiserne Wagen. Weißt du, wenn das alles einfach wäre, bräuchten wir doch gar keinen Gott. Dann würdest du doch am Ende sagen, das war ich, ganz alleine. Weißt du, das Ding ist, dass wir unsere Feinde angucken und wir realisieren, wir brauchen Gott. Und wir denken aber, oh, das schaffe ich nicht. Erstens, ja, du sollst denken, dass du das nicht schaffst, weil du Gott brauchst. Wir hören aber auf, weiterzudenken. Eigentlich müsste unsere Reaktion sein, ich schaffe das nicht. Warum kannst du trotzdem drüber lachen? Weil du weißt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Mit meinem Gott werde ich das schaffen. Halleluja. Gott hat deine Befreiung vor Augen. Heute Abend, so wie du hier sitzt, Gott sieht dich frei. Er hat deine Befreiung im Auge. Er hat vor, vom Mutterleibe an, bevor du noch geboren wurdest, hatte er genau den Plan, was er mit dir vorhat. Und niemals kann das so ausgesehen haben, dass der Vater gesagt hat, okay, wir planen jetzt mal, Bruder XY und Schwester, keine Ahnung, okay, schauen wir mal ihr Leben an. Ja, und genau das wird sie nicht überwinden, das schafft sie nicht. Planen wir einfach mit rein, dass sie demütig bleibt. Okay. Wir lesen, dass Jesus unsere Wege vorherbestimmt hat. Er hat sie geplant. Und Paulus schreibt sogar, die Werke, die ich tun soll, hat er vorherbestimmt. So, welche Werke hat er für mich vorherbestimmt? Was denkst du, wenn du darüber überlegst, okay, Gott hat Werke für mich vorbereitet. Was werden das für Werke sein? Werden das Versagen sein? Sieg. Halleluja, das ist Sieg. Absolut. Absolut. Jesus hat den Sieg im Sinn. Er hat Werke, Wege vorbereitet für dich, die von Sieg zu Sieg gehen. Das ist seine Realität. Was ist unsere Realität? Jesus sagte zu seinen Jüngern, wenn ihr wahrhaft mein Jünger seid, werdet ihr in meinem Wort bleiben? Bleiben Jünger nicht sowieso im Wort? Warum sagt Jesus das? Ja, genau deswegen. Er sagt zu seinen Jüngern, wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr wahrhaft meine Jünger sein. Und was werden wir in seinem Wort erforschen? Neue Gedankenstrukturen, wo wir denken, ja, und darüber können wir diskutieren. Wir werden dort hineingucken. Und wenn wir auf einmal sehen, das ist die Wahrheit, dann werden wir uns eine Frage fragen. Warum läuft es in meinem Leben so, wie es läuft? Wenn das die Wahrheit ist, was ist das da in meinem Leben? Das kann doch gar nicht die Wahrheit sein. Wir erklären viele Dinge zur Wahrheit. Der Teufel ist so mächtig, wie du ihn mächtig werden lässt. Der Teufel ist so stark in meinem Leben. Wir können ihn stark machen in unserem Leben, indem wir ihm Raum, 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 Raum geben. Das ist unrechtmäßig. Das ist unrechtmäßig.
wie schon gesagt habe, wenn die Leute zu uns nach Hause kommen, dann kommen sie in die Atmosphäre des Herrn, ob sie das wollen oder nicht. Weil das ist doch unser Zuhause. Hier regiert doch der Herr. Halleluja. Ein Vertreter kam mal zu uns. Und irgendwie hat er dann mir erzählt, ich behalte mir nicht, was sie dann sagen, weil ich habe ja einen ganz anderen Plan. Die haben mir einen Plan, sie wollen mir was verkaufen. Ich habe den Plan, Gott will an sie ran. So, und dann kam einer, kam mich noch erinnern, und irgendwas wollte er da und saß dann vor mir. Und da habe ich gesagt, hey, weißt du was, darf ich ein Lied vorsingen? Aber, wie? Sag ich, ja, komm, ich spiele mir einfach mal was vor. Okay. So, habe ich die Gitarre genommen und ich habe einfach angefangen, Lobpreis zu machen. Habe ich gesagt, weißt du, guck mal, der arme Kerl, der kriegt seine Arbeitszeit bezahlt, da soll es ihm doch gut gehen auf seine Arbeit. Richtig gut. Und er fing an zu weinen. Was ist das denn? Habe ich gesagt, Halleluja. Sag ich, hey, weißt du eigentlich, warum du hier bist? Entschuldigung, eigentlich bin ich nicht so. Er hat gesagt, hey, du bist gar nicht hier wegen der Versicherung. Nein. Nein. Guck mal, die sind bei mir zu Hause, verstehst du? So, und verstehst du, das ist oftmals das Denken, das wir haben, ist, oh, wie wird das werden? Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Und wenn ich Gott immer mehr reinlasse, gefällt es dem Teufel immer weniger hier. Aber wie können wir den Teufel vertreiben? Wie können wir das machen? In seinem Licht sehen wir das Licht. Oh, und das Licht kommt und vertreibt die Finsternis. Es gibt Zeiten, da geht der Teufel wirklich freiwillig. Wir haben oftmals Lobpreiszeiten in unserer Gemeinde, wo sich Dinge manifestieren in Leuten. Da kommen dann denken, irgendwie passiert was mit mir. Und, ja, was hast denn du? Mir ist schlecht, mir ist richtig schlecht. Na, am Anfang, Story muss ich erzählen. So, war einer in unserer Gemeinde, wir haben Lobpreis gemacht, der kam zu mir und hat gesagt, mir war richtig schlecht. Da habe ich gesagt, puh, so schlecht war der Lobpreis doch gar nicht. Ja? Und dann kam ein anderer Gottesmann, ne, der wirklich sehr salbungsvoll Anbetung macht. Und dann kam die Person wieder und hat gesagt, boah, mir war richtig schlecht. Da habe ich gesagt, ich bin so erleichtert, dass du das sagst. Und hat die, wieso? Da habe ich gesagt, ich dachte schon, das liegt an uns. Aber wenn du bei ihm das auch hast, Halleluja, dann können wir was austreiben. Aber weißt du, wenn wir in die Gegenwart Gottes mehr und mehr hineinkommen, der Feind fühlt sich unwohl, zutiefst unwohl in der Gegenwart Gottes. Die Geister werden sich scheiden an Lobpreis, am Wort Gottes, das verkündigt werden. Die Geister werden sich scheiden. Sie werden sich scheiden, wenn wir das Wort klar verkündigen. Wenn wir den Herrn preisen und der Herr kommt, die Geister, es muss so geschehen, es kann gar nicht anders sein. Wenn Leute gerade diesen rausgerannt und mussten sich fast übergeben in der Versammlung. Da verträgt sich was nicht. Halleluja, der Herr möchte mehr und mehr kommen, dass wir frei werden. Es geht gar nicht anders, wenn wir mehr und mehr in seine Gegenwart kommen. Wir müssen mehr und mehr frei werden. Das passiert einfach. Das geht gar nicht anders mehr. Weil wir uns sehnen nach dieser Freiheit. Weil wir uns sehnen nach dieser Gegenwart. Und dann werden wir immer mehr kommen und sagen, Gott, egal was passiert, egal was heute geschieht, ich bin hier, wirke du dein Werk. Oh, ich kann mich erinnern einmal, ich predigte, ich weiß gar nicht, worum das damals ging, das habe ich dann alles vergessen später. Auf jeden Fall nach der Predigt war da ganz hinten saß da eine Person, am Anfang war die noch richtig ermutigt und dann nach meiner Botschaft ist sie mehr und mehr so hinten in den Sitz rein gepresst worden. Und da habe ich gedacht, ui, der gefällt das wahrscheinlich nicht. Habe ich kurz überlegt, Gott, gehen wir weiter? Ja, gut. Nach der Versammlung bin ich dann auf sie zu, weil habe gedacht, hey, vielleicht kann ich was Ermutigendes noch sagen. Und dann habe ich sie so angeguckt und habe gesagt, hey, ist alles klar bei dir? Und es war eine Frau gewesen halt, ne? Und dann guckte sie mich an und sagte, nein. Habe ich gesagt, das ist viel Bass, habe ich gedacht, das ist... Und dann ist sie aufgesprungen, rempelte mich an und lief weg. Und habe ich gedacht, wow. Und dann habe ich kurz überlegt und habe gedacht,
So schlecht war die Botschaft gar nicht. Und da bin ich dann zu ihr nachgegangen und da hat sie sich angefangen zu manifestieren und alles Mögliche. Und auf jeden Fall, da ist was aufgekommen in ihr. Sie konnte es kaum ertragen, in der Versammlung zu sitzen, die Worte zu hören, da passiert etwas. Und sie ist an diesem Tag frei geworden von einem Geist der Homosexualität. Heute ist sie bei uns in der Gemeinde, ist verheiratet. Halleluja. Weißt du, das sind Dinge, Gott möchte wieder mehr wirken in unseren Versammlungen. Und weißt du, warum erzähle ich das hier alles? Warum sage ich dir das? Zeugnisse haben die Kraft, in dir etwas hervorzurufen. Wenn du diese Zeugnisse hörst, dann denkst du, Gott, das will ich auch. Mein Ziel ist es nicht, dass ich dir das erzähle, dass du denkst, boah, oh, keine Ahnung, fällt mir nicht ein. Mein Ziel ist auf jeden Fall, dass du das hörst und denkst, genau das will ich auch. Ich will, dass Gott kommt. Ich will mehr von ihm. Und jetzt denkst du vielleicht, boah, da passieren so tolle Sachen bei euch. Das ist noch gar nichts. Weil ich weiß, was ich hier drin lese, das ist noch nicht bei uns. Was ich hier drin lese, das ist noch nicht bei mir. Da gibt es so viel mehr. So viel mehr. Weißt du, ich hätte mir so gewünscht, dass vieles, was wir uns heute erarbeiten, dass ich das schon gehabt hätte als Kind. Ich sehe das an unseren Kindern, die wachsen in etwas auf, wo ich denke, dafür habe ich Jahre gebraucht. Verstehst du? Und die Kinder sehen das und, ja, meine Kinder hatte ich jetzt vor kurzem Andacht und mit ihnen morgens sagen wir, machen wir mal Andacht, so, wir machen da verschiedene Stile. Meine Frau, die macht mit ihnen dann so lehrmäßig was. Ja, und dann das kann sie richtig gut, die lehrt wirklich gut und dann kriegen die Lehrer. Und bei mir, da geht es dann drunter und drüber. So, und dann, auf jeden Fall habe ich dann so gesagt, ey, wisst ihr, was Gott mit euch eigentlich vorhat? Gott möchte euch wirklich gebrauchen. Einer meiner Kinder zeigt auf, ja, ich weiß. Habe ich gesagt, gut, kleine neunmal kluge, dann, du weißt doch, was du denn meinst, ne? Also schon mal für jemanden gebetet, ne, der geheilt worden ist, ne? Ach ja, diese Woche, ja, da war da jemand in meiner Klasse im Bus und der ging es nicht gut und habe ich gefragt, ob ich hier für sie beten kann, habe ich für sie gebetet. Hey. Wow. Und da hast du gedacht, ist das nicht wunderbar, in was für einer Atmosphäre sie aufwachsen? Und ich weiß, wenn die darin weitergehen, ich freue mich auf die Dinge, die sie erleben werden. Und wir müssen dafür Sorge tragen, dass die nächste Generation nicht alles neu erkämpfen muss, was wir uns schon erkämpft haben, sondern dass sie das Land mehr einnehmen, weil es ist Endzeit. Und unsere Kinder wachsen in einer Atmosphäre in dieser Welt auf, die bestialisch ist. Und sie müssen gewappnet sein und kühn sein im Heiligen Geist. Wir beziehen unsere Kinder oft ein in Gebete, wenn wir sagen, wir brauchen dies, wir das und dies. Und das bringt sie dazu, zu verstehen, okay, wenn ich etwas haben will, dann komme ich damit zu Gott und Gott wird mir das geben, gegen alle Umstände. Weißt du noch, wie unser Junge, als er 4 Jahre alt war, erzählt ihm ein Zeugnis, was Gott mir irgendwie mal gegeben hat. Und er sagt, okay, Papa, ich wünsche mir eine Gitarre. Und ich habe so gesagt, weißt du, ja, ich habe gesagt, pass auf, bet dafür. Und ich habe gedacht, mit 4 Jahren, ne? Also zwei unserer Kinder, die sind auf die Welt gekommen und die wussten schon direkt, was die spielen werden. Wirklich. Ne? Und bei der einen wirklich, die hat uns so in den Ohren gelegen, wir konnten das gar nicht glauben. Ne? Die konnten noch nicht reden, da hat die Bewegungen von dem Instrument gemacht. Dann, so, und irgendwann haben wir gewusst, das müssen wir machen. Und bei ihm war das so, mit 4 Jahren hat er gesagt, also ich will Gitarre spielen. Habe ich gesagt, ja klar, genau. So, ne? Natürlich freue ich mich, ne? Ich spiele Gitarre, er will Gitarre. Ach, wie süß. So. Ja, ich habe nicht gedacht, weißt du, Gott will da irgendwas tun. Ich habe nicht dran gedacht. Auf jeden Fall hat er dann da angefangen für zu beten. Und was habe ich wieder gedacht? Süß. Verstehst du? Aber er hat das wirklich ernst gemeint. Und dann kam der Tag, da hat er Geburtstag gehabt und irgendjemand kam auf die Idee, keiner wusste davon, irgendjemand kam auf die Idee, hoch, was schenken wir dem? Hoch, eine Gitarre. Da hat er eine Gitarre geschenkt. Mir ist die Kinnlade runtergefallen. Ich hab die, wie kommt ihr darauf, ihm eine Gitarre zu schenken? Oh, wir haben es so gedacht. Ein paar Tage später, einer unserer Mädels ging zu unserem Jungen hin, wollte die Gitarre nehmen. Unser Kleiner kommt und sagt, stopp! Das ist meine Gitarre von Jesus. Wenn du eine Gitarre willst, bete selbst. Weißt du,
Aber weißt du, was er verstanden hat? Er hat verstanden, Moment mal, das kannst du nicht einfach so bekommen. Du musst dafür zum Vater gehen. Und weißt du, genauso ist es, wenn wir lattern. Wir hören manchmal Zeugnisse und denken, das ist so schön für dich. Das ist so herrlich für dich. Aber weißt du, du kannst genau dasselbe haben. Du kannst genau dieselbe Freiheit bekommen. Von was auch immer du gepeinigt wirst. Weil Gott möchte dich freisetzen. Das ist sein Ziel. Er möchte dich freisetzen. Was hat er gedacht, als er gedacht hat, ich werde meine Gemeinde bauen? Genau. Da ist eine Gemeinde, 35 Leute, 30 gebunden. Halleluja. So hat er doch nicht gedacht. Was hat er gedacht, als er gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen? Was hat er für Ideen gehabt? Kannst du dir das vorstellen? Was hat er seinen Jüngern gesagt? Er hat gesagt, sieh, ich habe euch alle Macht gegeben über die ganze Kraft des Feindes. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie oft glauben wir das? Gott hat uns die ganze Kraft über den ganzen Feind gegeben. Aber wenn er anklopft, der Feind, dann geraten wir oftmals in Panik. Kennst du das? Also, ich muss euch was beichten. Nicht immer bin ich so siegreich. Manchmal klopft der Teufel an und ich verhalte mich wie ein Anfänger. Kennst du das? Und du denkst eigentlich, Mensch, da haben wir doch schon größere Siege gehabt. Aber weißt du, er fährt mit dem eisernen Wagen vor. Ich meine aus der Bibel, dieser eiserne Wagen. Und er sieht stark aus. Und er sieht erstmal sehr einschüchternd aus. Und wir denken, wie werden wir das überleben? Wie werden wir das überleben? Kennt es jemand? Wenn du es überhaupt nicht kennst, bitte bete nachher für mich. Aber weißt du, warum passiert das so? In diesem Moment wissen wir brauchen Gott. Wir brauchen Gott. Er muss es tun. Wir haben eine lange Leidensgeschichte mit einem unserer Kinder gehabt. Mit zwei Kindern, die wären wirklich fast gestorben. Und von einem dieser Kinder haben wir wirklich gedacht, wir verlieren das Kind. Es war auch schon auf der Welt gewesen. Wir haben gedacht, das war's, das wird nicht funktionieren. Und wir haben wirklich Angst, wir waren eingeschüchtert und wir waren so panisch und so weiter. Und wir haben gefleht, wir haben gefastet, wir haben alles Mögliche gemacht, dass dieses Kind einfach geheilt wird. Und weißt du, das Problem ist oftmals, weißt du, was wir wollen in unseren Kämpfen, wir wollen einfach nur wieder Ruhe haben. Uns geht es doch gar nicht so darum, wir wollen wirklich den Sieg Jesu, dass die Herrschaft Jesu siegbar wird. In dem Moment, ganz ehrlich, du willst einfach, dass es aufhört. Als die Jünger auf dem See waren und der Sturm kam, weckten sie Jesus und sagten, Meister, wir kommen um. Die Verheißung, die Jesus vorher gegeben hat, war, lasst uns ans andere Ufer fahren, nicht lasst uns einsteigen und umkommen. Er hat gesagt, lasst uns ans andere Ufer fahren. So, aber mittendrin hatten die Jünger Panik bekommen. So, und ich sage jetzt mal Folgendes, das waren wirklich erfahrene Fischer. Ich bekomme Panik in einem Ruderboot. Bei stiller See. Und da wackelt nur einer und ich sage, ey, hör auf. So, und die Jünger waren erfahrene Fischer und die kannten sich aus und die hatten Panik. Also kannst du dir vorstellen, wie schlimm das gewesen sein muss. Und was wollten die Jünger? Dass es einfach nur aufhört. Und weißt du, so ist es oftmals bei uns. Wir wollen einfach nur, dass es aufhört. Aber Gott hat da eine Lektion vor. Weißt du, wir haben gebetet und alles Mögliche haben wir versucht. Und nach zwei Jahren haben wir uns wirklich angefangen, damit zu beschäftigen mit Heilung. Mit diesen ganzen Dingen. Und auf einmal fanden wir Wahrheiten in diesem Buch. Und wir haben gesagt, Moment mal. Jesus ist für unsere Krankheit gestorben. Pass mal auf, theoretisch wusste ich das doch. Wenn du jetzt denkst, wie hast du das nie gelesen? Natürlich habe ich das gelesen, ich habe sogar drüber gepredigt. Den anderen allen. Aber weißt du, diese Wahrheit zu sehen und zu sagen, genau, er ist für meine Schuld und für meine Krankheiten am Kreuz gestorben, unter anderem. Manche denken ja, nur Erlösungswerk ist nur von meinen Sünden. Weißt du, für was Jesus uns alles frei gemacht hat? Oh, Halleluja. Und als wir das verstanden haben, dann haben wir gesagt, okay, was werden wir jetzt tun? Wir werden jetzt noch einmal beten für Heilung und dann werden wir danken für die Heilung. Nach zwei Jahren
kam auf diese glorreiche Idee. Alles andere hat ja nicht funktioniert. Also haben wir gesagt, okay, schmeißen wir das Konzept um. Und haben gebetet, bis zu allen möglichen Heilungskonferenzen. Ich weiß nicht, was wir alles gemacht haben. So, okay. Und dann fing er wieder an. Halleluja, danke Jesus. Aber mit Tränen in den Augen. Weil alles in dir aufgestanden ist und hat gesagt, das glaubst du doch wohl selber nicht. Aber wir fingen an, unter Tränen dem Herrn zu danken, haben gesagt, Gott, du bist gut, die Heilung wird durchbrechen, weil dein Wort gesagt hat, da ist Heilung da. So haben wir die Heilung bekommen für unser Kind. 2 Jahre war das, das hat Antibiotikum gekriegt, das, so viel habe ich in meinem ganzen Leben nicht genommen. Was das alles reingepumpt bekommen hat und was weiß ich, im Krankenhaus und alles mögliche. Aber weißt du, als ich eine Wahrheit in diesem Buch erkannt habe, hat diese Wahrheit uns und unsere Kinder freigemacht. Die Wahrheit Gottes hat Kraft. Weißt du, jetzt denkst du vielleicht, ah, okay, gut, ich bin krank oder ich kenne jemanden, der krank ist, ich werde die Stelle jetzt nehmen und ich werde das genauso machen. Es kann eine ganz andere Stelle für dich sein. Eine ganz andere Bibelstelle. Du musst die Wahrheit erkennen, dass sie dich zuerst mal frei macht. Dass du anfängst, diese Wahrheit zu glauben. Und alles mit diesen ganzen Wahrheiten, gegen was gehen wir? Wir gehen im Prinzip immer gegen den Feind. Was ist denn Krankheit? Ist es eine liebevolle Erziehungsmaßnahme vom himmlischen Vater? Nein, das ist der Feind. Und wenn wir dann erkennen, eigentlich, wir gehen immer gegen den Feind, wir verstehen auf einmal viele Dinge und dann fangen wir an. Wir gehen gegen diese eisernen Wagen an. Und diese eisernen Wagen, die müssen aus unserem Leben weichen. Das ist der Plan Gottes. Ob ich das immer wieder verstehe und direkt auf Anhieb glaube, spielt keine Rolle. Die Wahrheit ist, diese eisernen Wagen, die werden wir zerschrotten. Halleluja. Ich habe einmal in der Gemeinde, bei uns habe ich gesagt, ich habe eine Erfindung und die ist, Fußvorleger zu drucken, wo drauf steht, in Kürze wird Satan unter unseren Füßen zertreten sein. Habe ich gesagt, das ist die Geschäftsidee. Ich werde damit reich, die werde ich an alle Christen verkaufen. Das ist es. 3 Wochen später kamen liebevolle Geschwister und die schenkten mir so einen Fußabtreter, wo genau dieser Vers drauf stand. Und ich habe mich so gefreut und habe gedacht, Halleluja. Und dann haben wir den jetzt in unserer Wohnung. Aber jetzt habe ich das Problem, wissen die Geschwister noch gar nicht? Jetzt habe ich das Problem, da steht ja drauf, ich lese jedes Mal, in Kürze wird Satan unter euren Füßen zertreten werden. Und jedes Mal, wenn ich da jetzt lang gehe, gehe ich mit beiden Füßen erstmal drauf. Oh, Halleluja. Und dann gehe ich weiter. Das bringt mir aber immer eine Verzögerung. Aber jedes Mal denke ich, genau so, das ist eine Wahrheit, die stimmt. Und ich schaue dann auf dieses Wort und sage, ich stehe auf dem Wort. Ich finde das so gewaltig, es hilft mir. Weil ich das sehe und sage, das ist der Plan, den Gott für den Feind hat. Unter meine Füße. Darf man sowas denn sagen? Nein, wenn es in der Bibel steht. Paulus hat gesagt, mit Kühnheit, in Kürze wird Satan unter euren Füßen zertreten werden. Unter unseren Füßen zertreten. Warum? Damit du es siehst. Das ist persönlich. Nicht, dass du ein Zeugnis von jemand anders hörst, der was erlebt hat, sondern dass du verstehst, der Herr wird den Satan unter deine Füße. Er wird dir den Sieg geben. Du wirst Sieg erleben in deinem Leben. Du wirst sehen, wie die eisernen Wagen des Feindes in der himmlischen Schrottpresse landen. Einer nach dem anderen. Und bau sie bitte nie zusammen wieder. Manchmal neigen wir dazu, in alte Dinge wieder hineinzukommen. Da haben wir diesen eisernen Wagen zusammengebastelt wieder aus der Schrottpresse. Lass ihn bei der Schrottpresse. Lass mal kurz eine Stelle euch vorlesen, die ich sehr begeisternd finde. Psalm 119, Vers 173. Lass deine Hand mir zu Hilfe kommen, denn ich habe deine Vorschriften erwählt. Eine andere Übersetzung sagt, deine Hand komme mir zu Hilfe. Ich habe deine Befehle mir zur Richtschnur gemacht. Er steht in seinem Wort. Wenn ich seine Vorschriften erwähle,
habe ich ein Anrecht darauf, dass Gott mir zur Hilfe kommen wird. Pass mal auf, hier steht nicht, lass deine Hand mir zur Hilfe kommen, denn ich habe deine Vorschriften alle wunderbar erfüllt. Hier steht, lass deine Hand mir zur Hilfe kommen, denn ich habe deine Vorschriften erwählt. Aber du hast ja noch gar nichts gemacht. Doch, du hast sie erwählt. Um das zu tun, brauchst du den Herrn. Wir denken, wir lesen das mal, kein Problem. Wir brauchen den Herrn, um das zu tun, was hier geschrieben steht. Und ist es nicht wunderbar? Herr, lass deine Hand mir zur Hilfe kommen, denn ich habe deine Vorschriften erwählt. Wie gehen wir damit um? Wir nehmen einen Vers zum Beispiel aus der Bibel. Wie zum Beispiel in meinem Fall Jesaja. Du hast meine Krankheiten getragen. Ich erwähle diesen Vers jetzt, Herr. Du hast die Krankheiten meines Sohnes getragen. Ich erwähle ihn. Er wird gesund werden, weil das die Wahrheit ist. Und jetzt kann ich etwas tun. Hilf mir. Wird er mir jetzt helfen? Ja. Warum? Weil ich seine Vorschriften erwählt habe. Und er weiß, dass seine Vorschriften, was ist der neue Bund? Er wird in meinem Herzen etwas tun. Ich liebe diese Stelle, wo steht, und sie werden die Götzenbilder ansehen und sie werden sie wegwerfen und werden sagen, unrein ist das. Warum? Weil der Herr ein Werk an unserem Herzen tut. Wenn wir mehr und mehr ihn suchen, in seine Gegenwart kommen, ernst nehmen, ihn beim Wort nehmen, es wird etwas passieren in unserem Leben. Und weißt du, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber weißt du, vielleicht bist du so eingeschlafen, bist schon jahrelang Christ. Und sagst du, am Anfang, da hatte ich noch genau, da wollte ich auch und dies und das, aber ach, weißt du, jetzt bin ich realistisch geworden. Nein, du bist auf die Lügen des Feindes reingefallen. Wärst du realistisch nach dem Wort Gottes, hättest du mehr Feuer. Vor 17 Jahren kamen Geschwister zu mir, die gesagt haben, Stefan, es ist so schön, deine Begeisterung für den Herrn zu sehen. Oh, danke, oh, danke. Ja, aber irgendwann legt sich das. Und du wirst weise werden. Ich habe gedacht, was auch immer das bedeutet. Ich bin jetzt begeistert einfach. Aber weißt du, ich habe festgestellt, die hatten Unrecht. Umso mehr ich den Herrn kennenlerne, umso begeisterter bin ich. Ich frage mich jetzt, wen die kennengelernt haben. Vielleicht denkst du, Stefan, das ist fies. Ich meine es ernst. Wie kommen Sie auf die Idee, das wird alles abflachen? Wo steht das? Du wirst älter und kälter. Das stimmt nicht. Ich habe geistliche Opas als Vorbild. Ich kann mich an einen geistlichen Opa erinnern, der war über 70. Und er ist der Jugend tanzend vorangegangen im Lobpreis. Und er war freier als die Jugend. Und er war echt frei im Herrn. Aber weißt du, jetzt pass auf, er hatte kaputte Knie. Und das hat geschmerzt ohne Ende. Aber er hat was verstanden, dass er gesagt hat, ich möchte den Herrn preisen. Und der Teufel wird mich nicht davon abhalten. So wenn du gesehen hast, dass er unter Tränen für den Herrn getanzt hat, dann hast du gewusst, er hat enorme Schmerzen. Aber er hat gesagt, ich lasse mich nicht abhalten. Ich lasse mich nicht abhalten. Das sind Vorbilder für mich. Weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will nicht schmeicheln, ja, aber wenn ich den Hartwig sehe, ich meine, der ist noch jung, ja. Amen. Amen. Ne? Aber er hat immer noch Feuer. Er hat das Feuer nicht verloren. Und das sind für mich Vorbilder, wo ich sehe, da ist so viel Anklage gekommen. Da ist so viel Feind gekommen, der mit Einschüchterung und alles Mögliche versucht hat. Aber da ist ein Feuer, was stärker ist als alles andere. Und ihr Lieben, weißt du, Jesus möchte uns von Freiheit zu Freiheit senden. Und er hat etwas vor mit unserem Leben.
Und ich habe mir gesagt, Gott, ich erwähle meine Freude an deinem Wort. Und ich habe es erwählt und habe gesagt, meine Freude an deinem Wort wird niemals aufhören. Ja, aber von wo willst du das wissen, wie es in 10 Jahren denn sein wird? Ich habe das erwählt vor 17 Jahren. Es klappt seit 17 Jahren. So erwähle ich das weiterhin und weiß, Gott wird mir helfen dabei. Jetzt denkst du vielleicht, ja gut, aber du hast ein sehr gutes Leben gehabt, bestimmt seit 17 Jahren. Ich sage immer so, nimm Jesus an und alles wird zerstört. Aber du erlebst Dinge, die du nirgendwo anders erleben würdest. Und weißt du, wenn du dann irgendwo ein Wunder erlebst oder irgendwo Gottes Gegenwart oder du siehst irgendwas, jedes Mal denke ich mir, und das war all das wert. Und das war all das wert. Und weißt du, letztendlich, obwohl wir durch so viel Dreck gegangen sind, weißt du, was überwiegt? Es überwiegt das, was Gott getan hat. Weil im Endeffekt, du gehst durch Dinge durch und dann siehst du Gott, erkennst Gott und weißt du, was du dann machst? Du sagst Danke. Ich weiß, die Leute müssten uns für verrückt halten. Weil wenn du das so überlegst, ist es wirklich verrückt. Jetzt erlebst du das Schlimmste in deinem Leben, ne? Gehst mit Gott und sagst so, Gott, ich danke dir. Ich vergebe dieser Person. Erzähl das mal einem Weltlichen. Erzähl das mal manchen Christen. Aber weißt du, wenn wir verstehen, du, wir sind an Gott dran und Gott hat etwas vor in unserem Leben und es geht weit darüber hinaus als das, was wir jetzt gerade sehen. Als das, was wir jetzt gerade leben. Gott hat so viel mehr vor. Er hat so viel mehr vor. Einer meiner Lieblingspredigten ist, über mehr zu predigen. In regelmäßigen Abständen predige ich in unserer Gemeinde über mehr. Einmal kam eine Schwester auf mich zu und sagte, wie viel denn noch? Und ich sagte, hä, wie? Das ist doch heute passiert und dies ist doch heute passiert und wir haben das erlebt. Da habe ich gesagt, Halleluja, aber es gibt mehr. Es kommt immer darauf an, was du dir ansiehst und mit was du dich beschäftigst. Aber da gibt es Dinge in dem Buch, die habe ich noch nicht erlebt. Und ich bin äußerst scharf drauf, die zu erleben. Aber weißt du, was ich weiß, um die zu erleben? Da muss noch mehr Freiheit rein. Da muss noch mehr Freiheit rein bei uns. Und Gott möchte mehr Freiheit geben. Die Freiheit ist doch gar kein Problem. Wir denken mal, oh, das ist so ein Problem mit der Freiheit. Nein, es ist kein Problem mit der Freiheit. Es ist ein Problem mit der Sünde. Aber auch noch nicht mal Gott hat das Problem, weil er hat dafür bezahlt. Das Problem ist, wenn wir in der Sünde verharren. Gott möchte uns freisetzen. Heute Abend kann der Abend deiner Befreiung sein. Heute Abend kannst du ein Stückchen näher kommen deiner Befreiung. Glaubst du das? Ein Stückchen näher. Ein Stückchen näher in seiner Gegenwart. Weil ich seine Vorschriften erwählt habe, habe ich ein Anrecht auf seine Hilfe. Ich kann sagen, Herr, hilf mir, denn ich habe erwählt. Ich habe erwählt. Und Gott wird alles dafür tun, dass sein Wort in Existenz kommt. Weil Gott gesagt hat, kein Wort, das aus meinem Mund hervorgeht, wird leer zurückkommen. Und jedes Wort wird sich erfüllen. Jedes Wort, das er gesprochen hat, wird sich erfüllen. Und alle Naturgesetze wird Gott außer Kraft dafür setzen. Halleluja! Wir haben unser Leben dem Herrn gegeben und haben wirklich, wirklich vieles verloren. Und es gab eine Begebenheit in unserem Leben, die wirklich sehr, sehr schwer war. Und wir haben ein Haus mitgebaut und haben vertraglich dummerweise nichts festgelegt. Wir lieben Geschwister damals noch. Und das hat sich alles sehr verändert. Und ich kenne bestimmt auch einige, wenn du deinen Bruder nicht mehr erkennst und du siehst, er wird dir zum Feind. Und jetzt passierte etwas. Der Herr sagte, ich werde euch rausführen. Und wir haben gesagt, Herr, das geht nicht. Wie soll denn das gehen? Und dann sagte Gott, ich werde euch ein Haus geben. Und dann haben wir gesagt, Herr, das geht aber nicht. Dazu brauchen wir erstmal Geld. Aber weißt du, wenn Gott etwas sagt, dann wird er das tun. Völlig egal, was du denkst, was die Umstände sind. Gott
ist imstande, für deine Freiheit alles aus dem Weg zu räumen. Siehe, ich will vor dir deine Feinde vertreiben. Ich will vor dir. Vor dir. Was hat Hartwig gesagt? Wir laufen hinterher. Der Herr vertreibt sie vor uns. Warum? Damit wir sie laufen sehen. Damit wir sie laufen sehen. Gibt eine Stelle, dauert jetzt zu lange, die zu suchen. Wo steht, deine Brüder werden dich preisen, Juda, und deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Juda steht für Lobpreis. Unsere Hand wird auf dem Nacken unserer Feinde sein. Deswegen vertreibt der Herr sie vor uns. So, und weißt du, wir haben gedacht, es stürzt alles ein. Das ist alles schlimm. Das ist alles schrecklich. So war erstmal wo der Herr uns das gesagt hat. Wie soll das werden? Wie soll das sein? Und dann hatten wir Weihnachten gehabt vor 2 Jahren. Und wir saßen am Tisch mit unseren Kindern. Und der Herr sprach zu mir, dies ist das letzte Weihnachten, das ihr hier feiern werdet. Und dann habe ich gesagt, warum? Er hat gesagt, ich werde euch rausführen. Okay. Und dann habe ich im Gehorsam angefangen, Häuser anzugucken. Und dann haben wir gesagt, wir besichtigen Häuser. Und wenn wir dein Haus besichtigt haben, und wie steht es mit den Finanzen? Ja, gut. Wie steht es mit den Finanzen? Was ist das für eine Frage? Gut steht es mit den Finanzen. Weiß zwar nicht für ein Haus, aber es steht gut. So, aber wir haben einfach gesagt, Gott, wir tun das, was du gesagt hast. Und dann kam der Zeitpunkt, dass da liebevolle Geschwister waren, die haben gesagt, haben wir uns eingeladen, haben gesagt, weißt du, wir fragen uns seit längerem, stellen wir uns eine Frage. Habt ihr da dran mal so überlegt, euch ein Haus zu kaufen? Ja. Ja, wir würden euch das Geld gerne dafür geben. Jetzt hatten wir das Problem, erst hatten wir Häuser, aber kein Geld. Jetzt hatten wir Geld, aber keine Häuser. Aber ich war wesentlich dankbarer. Und jetzt kam der Hammer. An dem Tag, als wir ein bestimmtes Haus angucken wollten, machte ich den Briefkasten auf und ich holte eine Kündigung raus, die Eigenbedarfskündigung. Und wir stiegen in unser Auto und wir lasen das und wir fingen an, den Herrn zu preisen unter Tränen und haben gesagt, Gott, du bist gut. An diesem Tag, 3 Stunden später, schauten wir das Haus an, worin wir heute leben. Wenn der Feind tobt und der Feind gegen dich ist, Gott hat eine Lösung. Mit jeder Versuchung wird Gott auch den Ausgang schaffen. So egal, in was du drin bist, der Ausgang steht schon fest. Der steht schon fest, der ist schon da. Der ist schon da. Und dann hatten wir 3 Monate Zeit für diesen Umbau. So, jeder Handwerker hat uns gesagt, das klappt nicht. Wir haben gesagt, also wenn Gott das jetzt so macht, dann muss das so funktionieren. Er hat doch einen Plan. Und weißt du, warum erleben wir immer wieder Hürden auf und ab? Damit wir mehr an Gott dranbleiben. Dann haben wir das Haus gekauft, jetzt mussten wir umbauen. Jetzt kam der liebe Bruder und hat gesagt, ups, das Geld ist weg. Ach, Halleluja. Gut, es haben was gefehlt. Wir konnten dann so nicht weitermachen. Und dann haben wir gesagt, Gott, weißt du, noch 1 Monat Zeit. Und wir haben gesagt, Gott, tu du Wunder. Was du angefangen hast, wirst du vollenden. Wir haben gesagt, wir werden jetzt nicht zur Sparkasse gehen, wir werden jetzt gar nichts machen. Wir werden warten, weil wenn der Herr das alles so geführt hat, warum sollte er jetzt aufhören? Das sind immer Feinde, die kommen und uns in falsche Richtungen bringen wollen. Aber wenn wir wissen, Moment mal, der Herr hat das doch gesagt. Das ist das, was Gott gesagt hat. Und dann sagte der Herr zu mir, ruf den und den an. Und ich sagte, ja, warum? Und den fragst du um eine bestimmte Summe. Und ich sagte, das kann ich nie machen, Herr. Nee, das mache ich nicht, das ist nicht von dir. Kennst du es, wenn du gegen den Herrn kämpfst? Er gewinnt immer. Und dann, der Eindruck ist geblieben, da habe ich ihn angerufen. Hey, und wie geht's dir? Und die ganze Zeit so die Stimme des Herrn, weißt du, frag ihn. Nein. Dann haben wir so telefoniert und über das Wetter konnte ich nicht sprechen, der hat im selben Ort gewohnt. Da habe ich überlegt, über was sprichst du jetzt, überlegt und rausgezögert. Und irgendwann habe ich gesagt, pass mal auf, es tut mir wirklich leid, aber ich frage dich, du kannst auch direkt Nein sagen.
Kannst du auch direkt, nein, ich frage dich jetzt, du sagst nein und wir vergessen, also ich hab, alles ist gut. Okay, frag mal. Und ich fragte, okay, pass auf, würdest du uns, und dann habe ich diese Summe genannt, das waren 20.000. Das war nicht, kannst du mal einen Euro leihen. 20.000, habe ich gesagt, nie im Leben. Dann habe ich gesagt, oh Gott, das ist so peinlich, aber ich mach's. Dann habe ich gesagt, okay, sag mal, könntest du mir 20.000 leihen? Und dann hat er gesagt, wie viel willst du geliehen haben? Und ich habe gesagt, 20. Was 20? 20.000. Er sagte, geht klar. Und da habe ich gesagt, warte mal, ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob du es richtig verstanden hast, ich habe gesagt, 20.000. Sagt er, ja, ich habe letzte Nacht einen Traum gehabt und Gott ist mir erschienen und hat gesagt, der Stefan wird dich anrufen und wird dich um 20.000 Euro bitten und du sollst sie ihm geben. Und dann hat er gesagt, ich gebe die ihm nur, wenn er genau diese Summe sagt. Und ich habe überlegt, weil eigentlich habe ich so gedacht, wir bräuchten 10.000, habe ich so gedacht. Und irgendwie hatte ich so einen Eindruck, sei kühn und frag um 20.000. Im Endeffekt haben wir genau das Geld gebraucht. In diesem Moment wusste ich das noch nicht, aber der hat das genauso zusammengelegt. Aber weißt du, was will ich mit all diesem sagen? Es sind Feinde ständig, die um uns herum brüllen. Aber es ist die Stimme Gottes, die uns leiten wird. Und er wird uns durchführen, durch diese ganzen Fallen des Vogelstellers hindurch. Wir werden hindurchschreiten. Wir werden hindurchschreiten. Wir werden hindurchschreiten. Der Teufel ärgert sich grün und blau. Weil weißt du, er hat dir all diese Fallen aufgestellt und normalerweise müsstest du auch reintreten. Wir sind doch nicht so schlau, dass wir die ganzen Fallen immer erkennen. Aber weißt du, ich stelle mir das so vor. Ich preise so den Herrn. Wie so ein Kind, weißt du, Halleluja. Und ich laufe da rum und der Feind denkt, was, nein, nein, wieder daneben, wie funktioniert das? Weißt du, wenn wir auf Gott schauen und ihn anbeten und preisen, wir schreiten über Fallen hinweg. Und wenn eine Falle zuschnappt, wir sagen, Gott, wir brauchen deine Hilfe hier. Weil wir wollen weitergehen, wir bleiben doch nicht stehen. Wir sind doch noch nicht dazu auserkoren, in der Wüste zu sterben. Es waren welche, die haben gewartet, bis endlich mal alle gestorben sind, damit es vorangeht. Aber unsere Verheißung ist doch nicht, in der Wüste zu fahren und zu sterben. Unsere Verheißung ist, dass wir weitergehen. Von Freiheit zu Freiheit. Heute Abend bist du deiner Befreiung näher als jemals zuvor. Warum? Weil Gott mit dir ist. Gott möchte dich freisetzen. Er möchte das tun. Egal wie stark deine eisernen Wagen sind, Gott ist stärker. Gott ist stärker. Sag doch mal Amen, Gott ist stärker. Amen. Gott ist wirklich stärker. Amen. Ja, Amen. Weißt du, der Herr, lass du den Herrn ein bisschen an deinem Herz gerade. Oh, Halleluja. Komm. Pass auf, Philipp, willst du mir die Gitarre machen? Wir machen was ganz Einfaches jetzt, ganz kurz. Und dann übergebe ich an Hartwig. Wir machen ganz kurz etwas. Guck mal. In Josua steht, wir werden ganz kurz, bevor wir dann weitergehen, ein bisschen Land einnehmen. Okay? Du wirst jetzt Land einnehmen. Bist du bereit, Land einzunehmen? Ja. In der Bibel steht, jeder Ort, sagt Gott zu Josua, auf den deine Fußsohle tritt, wirst du einnehmen. Jeder Ort, auf den deine Fußsohle tritt, wirst du einnehmen. Das ist uns verheißen von unserem Gott. Das Land gehört uns. Und es wird Zeit, dass wir unser Land einnehmen. Es wird Zeit, dass du dein Land einnimmst. Dein Land, das der Herr dir gegeben hat,
ist nicht dazu da, dass deine Feinde sich darauf tummeln und wohlfühlen. Deine Feinde sollen sich sehr unwohl fühlen. Jeder Ort, auf den deine Fußsohle tritt, ist dir verheißen von deinem Gott. Ein bisschen leiser. Okay. Jeder Ort, auf den meine Fußsohle tritt, ist mir verheißen von meinem Gott. Jeder Ort, auf den meine Fußsohle tritt, ist mir verheißen von meinem Gott. Hey, yeah, hey. Jeder Ort, auf den meine Fußsohle tritt, ist mir verheißen von meinem Gott. Hey, yeah, hey. Jeder Ort, auf den meine Fußsohle tritt, ist mir verheißen meinem Gott. Das Land gehört uns, das Land gehört uns, das Land gehört unserem Gott. Das Land gehört uns, das Land gehört uns, das Land gehört unserem Gott. Dann hat Gott zu Josua gesagt, sei stark und mutig. Und fürchte dich nicht. Und genauso sind wir. Wir sind stark und mutig und weichen nicht zurück. Wir gehen weiter vorwärts, Schritt für Schritt. Wir sind stark und mutig und weichen nicht zurück. Wir gehen weiter vorwärts, Schritt für Schritt. In das Land gehört uns. Das Land gehört uns, das Land gehört unserem Gott. Das Land gehört uns, das Land gehört uns, das Land gehört unserem Gott. Jeder Ort, auf den meine Fußsohle tritt, verheißen von meinem Gott. Hey, yeah, hey. Jeder Ort, auf den meine Fußsohle tritt, ist mir verheißen von meinem Gott. Das Land gehört uns, das Land gehört uns, das Land gehört unserem Gott. Das Land gehört uns, das Land gehört uns, das Land gehört unserem Gott. Wir sind stark und mutig und weichen nicht zurück. Wir gehen weiter vorwärts, Schritt für Schritt. Wir sind stark und mutig und weichen nicht zurück. Wir gehen weiter vorwärts, Schritt für Schritt, denn das Land gehört uns, das Land gehört uns.